die Perspektive ist nicht erfreulich. Es ist in Amerika, die Amerikaner schreiben ja im Grunde am offensten über ihre eigenen Probleme. Ich war ein Deutscher, wagt ja gar nicht, das zu schreiben, was die amerikanischen Enthüllungsjournalisten preisgeben. Das heißt The Dirty War. Und der neue Krieg wird eben ein abscheulicher Krieg sein. Amerika, das nun wirklich 1945 einen grandiosen Sieg errichtet, nicht nur über Deutschland, sondern in Normandie war eine logistische Meisterleistung, das gibt es ja nur einmal. Und dann der Krieg in Japan, das war ja auch gleichzeitig geführt. Ja. Also Amerika hat damals wirklich eine triumphale Rolle gespielt, war ja auch respektiert. Ja. Ich habe auch einem hochrangigen militärischen Gremium gesprochen und da kam dann immer auf die Formel to win hearts and minds, Herzen und Gemüter zu gewinnen. Dann habe ich gesagt, the best way to win hearts and minds is to win the war. Und seit dem Zweiten Weltkrieg hat Amerika keinen Krieg mehr gewonnen. Gegen Panama. Bitte? Panama. Auch das doch mit Beschuss von internen Verlusten. Mit friendly fire, wie man das heute nennt. Granada ist auch, aber auch da ist beinahe schief gegangen. Zum Beispiel Korea war ein Patt, Vietnam war die große Wende, was also eine Unterschätzung Amerikas angeführt, aber dann nachher die weiteren Expeditionen in Irak und jetzt in Syrien und so weiter. Das ist, es ist bewiesen, dass man mit konventionellen Kräften keinen Krieg mehr führen kann. Und der Krieg geht jetzt über auf diese halbverbrecherischen privaten Organisationen. Und das zeigt ja Putin ja im Augenblick, indem er Truppen schickt, die gar keine Kennzeichen mehr haben. Ja, gut, das ist ja auch eine Form von Russland. Das ist das, was die Amerikaner längst praktiziert haben. Es sind meistens auch gar keine Amerikaner, sondern die Elitesoldaten aller Länder. Am Ende gehen dann für ungeheure Salärs in diese Söldnerfirmen, die offiziell existieren, die offiziell in Großbritannien aus der Stadt vertreten. Das sind vorzüglich Soldaten, aber sind auch sehr verbrecherische Elemente darunter. Und jedenfalls sind das sehr, sehr raue Burschen. Und auf der anderen Seite ist der asymmetrische Krieg entstanden. Das heißt, die Hisbollah hat wirklich die Israelis erstmal aus dem Südlibanon alleine mit ihren Sprengstoffattentaten, mit den sogenannten Improvised Explosive Devices, so improvisiert sind die gar nicht, aber herausgedrängt, weil die Verluste einfach für die Begriffe der Israelis, Israelis sind ja sparsam mit ihren Menschenleben, was ja verständlich ist, und haben dann lieber unter dem damaligen Ministerpräsident Barak, der ja kein Weichling war, die haben sich zurückgezogen. Und es ist heute so, dass wir befinden uns bereits in der Phase des Cyberwars. Wir wissen gar nicht, was sie sich gegenseitig alles antun. Wir haben erfahren, dass die Amerikaner erfolgreich mit ihrem Agenten Stilnox die iranische Nuklearproduktion eine erhebliche Stück zurückgeworfen haben. Wir hören nebenbei, dass die Russen mal aus Versuch mal die Elektronik von Estland lahmgelegt haben. Ich habe sogar noch von einem Admiral gehört, der stellt sich schreibt, dass auch mal ein amerikanischer Flugzeugträger auf diese Art und Weise gelähmt worden ist. Die Chinesen, die ja findige Burschen sind, haben natürlich auch ihr Schwergewicht ihrer Forschung darauf gelegt. Und die Drohnen, die heute übrigens auch in Afrika angewendet, die französische Armee gemeinsam mit den Amerikanern hat, die jetzige Operation in der Sahara und im Sahel wird auch mit Drohnen durchgeführt. Aber dort macht es Sinn. Da sind die leicht zu erkennen. Deswegen ist diese französische Operation in Mali, von der ich dachte, dass sie am Ende doch nutzlos sei, ist relativ stabilisierend gewesen. Ja, wie wird denn diese neue Weltordnung aussehen? Oder Unordnung, was immer das ist? Ja, das Schlimme ist ja, dass amerikanische Außenpolitik. Und ich bin absolut nicht anti-amerikanisch. Also alles, was ich sage, soll ja die Amerikaner vor zukünftigen Fehlern hüten. Ich war gegen den Irakkrieg, aber doch nicht, weil ich anti-amerikanisch war. Ich war damals sehr einsam. Ich habe am Anfang des Vietnamkrieges das Ding ging schief, weil ich am Indisch-Französischen Indisch-Krieg teilgenommen hatte. Und das war aber nicht, um die Amerikaner bloßzustellen. Ich habe mit der amerikanischen Truppe gerade in Vietnam ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt.
im Irak dann nicht mehr. Im Irak hatten sie sich abgekapselt. Da haben sie gemeint, die Presse hat ihn, die Medien haben den Gedankenkrieg verloren, was völlig falsch ist. Und jetzt inzwischen ist da eine gewisse Verkrampfung eingetreten. Nämlich, man kann keinen siegreichen Krieg mehr führen. Und was dann geschieht, ist, dass Syrien in den Bürgerkrieg gestürzt wird, durch Leichtfertigkeit und falsche Vorstellungen. Und dass jetzt möglicherweise Ukraine in den Bürgerkrieg gestürzt wird, weil man nicht anerkennen will, dass diese Leute, die dahin in Ostgalizien leben, sehr stark faschistisch unterwandert sind. Das ist gar kein es waren gute Katholiken, die sich also an Rom angeschlossen haben, also griechisch-orthodoxe, die zu Rom stehen. Aber ich habe mit dem Patriarchen in Nürnberg gesprochen, der hat selber seine Sorgen, seine Leute. Und das sind die Leute, die in Kiew, die militärische Organisation, den Maidan-Revolution haben.